Entweder ihr geht den breiten Weg, der breiten Masse, oder ihr geht den schmalen Pfad, den ihr vor euch seht. Diesen Weg hier bin ich schon als Kind gelaufen. Da war ich gerade mal 13, 14 Jahre alt. Da bin ich ja schon alleine rumgetickert. Den Weg und das Gebiet zu kennen, das man nutzen will, ist von klarem Vorteil. Es gibt aber immer steile Passagen, die man überwinden muss. Aber danach wird es ja wieder flacher, Leute. Viel flacher. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht mit dem Thema. Ja, ist nicht mehr viel Zeit für Vorbereitungen. Oh, ein Husky. Eines müssen wir uns da immer vor Augen halten. Ich verlinke das Video mal oben. Mit jedem Tag, den ihr nichts tut, vergeudet ihr Zeit. Das heißt nicht, dass ihr jeden Tag was tun müsst, viel arbeiten müsst. Aber mal ein Fachbuch zu lesen über ja, verschiedene Themen, über angefangen Pflanzenkunde, über wie man früher aus Holz noch Hütten gebaut hat. Gibt es sehr viel gute Literatur, Lehmhausbau, Naturmedizin, traditionelle Medizin. Auch das ist Vorbereitung. Man muss nicht jeden Tag was einkaufen gehen. Einkaufen gehen tun wir mittlerweile noch nicht mehr wöchentlich, sondern alle 14 Tage oder einmal im Monat, dann halt im Großen. Das ist der Vorteil, wenn man Vorräte schafft zu Hause, dass seine Speisekammer ein bisschen größer ist, dann muss man nicht jeden Tag einkaufen gehen. Und ab Oktober wird eventuell Einkaufen noch teurer werden. Oh, eine Bank. Das setze ich mir jetzt hin. Ab Oktober wird es Einkaufen teurer werden, eventuell, falls wirklich rauskommt, dass wir nur noch mit 3G einkaufen gehen können. Für die Studenten wird es auch teurer werden. Jetzt zahlt ja 2 Tests die Woche der Staat. Also wir zahlen ihn trotzdem, wir sind ja die Steuerzahler, die irgendwie den Staat finanzieren. Das ist ja alles Augenwischerei. Aber da müsst ihr es privat zahlen, dann zahlt sich die Kasse. Wie soll sich denn ein Student, sagen wir mal ehrlich, 2, 3 Tests die Woche a 20, 30 Euro leisten können? Mal hochgerechnet, sagen wir nur 20 Euro, sind in der Woche bei 2 Tests 40 Euro. Das sind im Monat 320 Euro, die er zusätzlich auch bräuchte zu seinem Lebensunterhalt, zu seiner eh schon teuren Miete. Viele werden sich das nicht leisten können und das ist wieder ein Grund zu sagen, ich nehme den Zaubersaft und spare mir damit Geld. Oder die ganzen Leute, die Hartz IV bekommen und dann wirklich irgendwo beim Einkaufen einen Test zahlen müssten. Für die sind 20 Euro fast der Wochensatz. Leute, wer noch nie mit wenig gelebt hat, kann sich das gar nicht vorstellen. Jeden Cent mehr als zweimal umzudrehen und viele resignieren und geben dann auch auf. Das wird einer der Hauptgründe sein, warum die Leute aufgeben. Ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber so wie man die Bank findet, findet man vielleicht auch immer einen anderen Ausweg. Dieser Weg müsste euch bekannt vorkommen. Ich bin schon mal im Winter, Herbst gelaufen, mit Kapuze, mit schlechtem Ton, weil der Wind so stürmte. Aber ja, das ist der gleiche Weg. Ja, auch nochmal eine Sitzbank, ein Ruheort. Den kann sich jeder selber schaffen. Heute gehe ich den im Herbst. Ah, das ist eine echte Sauerei. Warum muss man hier seinen Müll zurücklassen? Ja. Ihr seht, gehe ich sehr oft dieselben Strecken ab. Warum laufe ich diese schon oft gegangenen Strecken ab? Weil sich immer wieder etwas verändert auf diesen Strecken. Und wenn ich die mal nutzen will, dann sollte ich schon wissen, worauf ich mich da einlasse. Oder was mich da Neues erwartet. Ein umgestürzter Baum, der den Weg blockiert. Eine Gröllawine, die den Weg zugeschüttet hat. Auch das gehört dazu, wenn man sich
auf solche Szenarien vorbereiten will. Den Fluchtweg einmal abzulaufen, nur eine Route zu nehmen und dann nie wieder, ist Quatsch, Leute. Ihr müsst Plan B und Plan C, Route B und Route C haben. Vielleicht findet ihr sogar noch eine Route D und F. Vielleicht auch beim nochmal Abgehen eine Stelle, an die ihr übernachten könnt, die schon geschützt ist, windgeschützt ist. Im Herbst vielleicht sogar solche netten Felder, die euch auf dem Weg Proviant verschaffen. Jetzt ist es schon zu spät, der Mais ist jetzt schon sehr hart geworden. Aber Anfang bis Mitte August kann man den wohl noch essen. Ich denke, am wichtigsten ist es, war es eigentlich schon immer, wir haben es vergessen, sein Leben bewusst zu leben. Bewusst so, als gäbe es keinen Morgen. Bewusst zu genießen, solange ihr es noch könnt. An Speisen, an Annehmlichkeiten. Denn die Geschichte hat uns gezeigt, alles endet einmal. In der Geschichte gab es übrigens schon sehr viele Gründe, ja, aufs Land zu gehen, sag ich mal vorsichtig. Sei es während dem Krieg, den Kriegen, sei es nach dem Krieg, weil einfach die Versorgung nicht gewährleistet war und man beim Bauern für etwas Mithilfe im Stall etc. dann doch wenigstens einen Kantenbrot bekam. Auch heute, es gibt immer noch Leute, will ich gar nicht darauf eingehen, ob ich das gut oder nicht gut finde, die nach Deutschland fliehen, die nach Deutschland wandern, hunderte von Kilometern mit einer Plastiktüte in der Hand. Teilweise noch mit einem kleinen Kind am Arm, das nicht selbst laufen kann. Und trotzdem machen sie diese beschwerliche Reise. Weil man etwas versprochen hat, was man vielleicht nie halten wird. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist das etwas, was ihr nicht essen solltet. Nämlich eine Tollkirsche. Die wächst hier in einem Rapsfeld. Der Raps ist noch nicht abgeerntet. Man sieht auch die Rapsschoten, hier die Rapsschoten, die man später dann in einer Schrotmühle, in einer Rapsmühle zu Rapsöl vermahlen kann. Nach gut 2 Stunden Fußmarsch komme ich jetzt wieder zurück zur Friedrichzeche und damit definitiv auf meinem Weg in mein Haus, in mein kleines, bescheidenes Heim. Ich will euch hier nochmal einen Blick auf die Friedrichzeche zeigen. Da sieht man am besten runter auf die Abbaufahrzeuge und auf den Nochbetrieb. Wie gesagt, es war viele Jahre hier nichts mehr. Natürlich darf man da nicht rein. Das habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich das alles in ein Video packe. Oder 2 draus mache ich. Bin schon relativ viel unterwegs. Ich habe auch relativ viel gefilmt und habe den Überblick über die Länge komplett verloren. Ich mache eigentlich nie ein Skript. Ich sage einfach, was mir einfällt und schneide es dann entsprechend zusammen. Oder meistens denke ich mir das halt während des Weges aus, sodass es chronologisch dem Weg folgt, was ich euch sage. Ja, mal schauen. Vielleicht wird ein 2. Video draus. Lehrpfad geöffnet. Mit 3G oder ohne? Vor dieser schön aussehenden Frucht solltet ihr euch in Acht nehmen, vor allem darauf achten, dass eure Kinder das nicht essen. Ein sogenanntes Pfaffenhütchen, weil es so geformt ist wie ein Hut eines Pfaffen, so vierkantig, auch hochgiftig. Vielleicht könnt ihr nach ein paar Wochen oder Monaten, wenn die das NWO vorbei ist, die New World Order sich ja beruhigt hat, wieder zurückkehren auf den breiten Weg, der euch da wieder woanders hinführt, in ein neues Zuhause, dass ihr zurückkehren könnt in euer ehemaliges Zuhause. Daran zweifle ich. Honigkraut, das kann man nicht essen, aber man kann Duftkissen draus machen. Es riecht wirklich sehr stark nach Honig. Zur Gruppenbildung. Gruppenbildung ist wichtig, aber nicht ohne Wenn und Aber. Ihr müsst, wenn ihr schon eine kleine Gruppe seid, immer
gemeinsam dafür sein, jemand aufzunehmen. Und B, sollte dann niemand aufnehmen, den ihr mit durchziehen müsst. Jeder, den ihr aufnehmt, muss willens und in der Lage sein, sich und seine Familie durch Vorsorge durchzubringen. Es hilft euch nichts, wenn ihr 2, 3 Leute in der Gruppe habt, die für alle anderen finanziell einspringen müssen. Es klingt hart, ist aber so. Ein Baum mit Kornäpfeln. Es gibt viele solche Obstbäume. Die niemandem mehr zu gehören scheinen, die irgendwo in der Natur stehen. Und ihr habt was zu essen. Klar, sind diese kleinen Äpfel nicht ergiebig, aber die Masse macht's. Der einriffelige Weißdorn. Nachkriegszeiten hat man den benutzt, um aus dem Kern drin Kern rauszumachen, das hier auszustreichen, trocknen zu lassen. Das hat man als Mehlersatz benutzt. Wie Mehl hat es keinen echten eigenen Geschmack. Aber naja, zur Not kann man das auch zum Brotbacken hernehmen. So, zurück zur Gruppenbildung. Natürlich kommt es nicht nur darauf an oder nicht darauf an, ob jemand das nötige Geld hat, um sich selbst und seine Familie durch eine Krisenvorsorge durchzubringen. Es kommt doch darauf an, welche Fähigkeiten diese Person hat, welchen anderen Nutzen es für die Gruppe hat. Da kann jemand, der sagt, ich habe mehr Geld übrig, ihn dann schon mit unterstützen. Natürlich nur unterstützen, das heißt nicht ihm alles abnehmen. Wir haben in der Gruppe fast alles, bis auf einen Arzt oder eine Ärztin. Am liebsten wäre es ein Allgemeinarzt. Aber sowas ist schwer zu bekommen, schwer zu finden. Ja, vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen nachforschen. Aber wir haben eine Krankenschwester, eine Arzthelferin, einen Intensivpfleger. Nein, Intensivpfleger ist nicht direkt in der Gruppe, aber ja, wir haben Kontakt zu ihm. Es ist auch wichtig, wie viel Wissen und wie viele Fertigkeiten eine Person für so eine Gruppe mitbringt. Wie gesagt, Finanzen alleine sind es nicht. Für Menschen wie mich, die schon länger Krisenvorsorge betreiben, wir haben im Prinzip schon fast alles, was wir brauchen. Wir ergänzen nur noch. Andere Leute fangen jetzt erst an damit. Und es ist klar, und das ist das, was immer als Argument kommt, ja, das kann ich mir gar nicht leisten, das geht nicht, ich habe nicht genug Geld. Leute, das stimmt doch nicht. Ihr fangt einfach an, einmal eine Dose mehr zu kaufen, einmal einen Sack Nudeln mehr zu kaufen und nicht im Kleinpack, sondern ihr schaut, dass ihr einen Metroschein kriegt oder einen Bekannten findet, der einen Metroschein hat oder einen Großhandelschein hat und für euch dann die 5 Kilo Päckchen mitbringt. Die sind billiger als die kleinen 125 Gramm Päckchen, wenn ihr da für 5 Kilo hochrechnet. Viel billiger. Das könnt ihr euch leisten. Und wenn es mal heißt, eine halbe Schachtel Zigaretten oder eine halbe Flasche Schnaps weniger zu trinken oder auf einen Träger Bier zu verzichten, dann ist das halt so. Dann müsst ihr durch. Oder ihr lasst es bleiben. Wichtig für solche neu gebildeten Gruppen oder überhaupt für Gruppen ist es, regen Kontakt zu halten, sich auszutauschen, wenn es geht, sich persönlich natürlich zu treffen, vielleicht sogar gemeinsam ein Projekt in der Natur durchzuführen, mal gemeinsam einzukochen. Halt sich zusammenzuraufen und sich kennenzulernen und sich einander vertrauen zu lernen. Denn Vertrauen ist das Einzige, was euch letztlich über Wasser hält. Was ihr auch braucht in so einer Gruppe, sind Leute, die andere, ich sag's jetzt mal ganz grob, motivieren können. Quasi Seelsorge, aber ohne priesterlichen Hintergrund. Leute, die gut reden können, Leute, die anderen Leuten Mut machen können. Auch das braucht ihr. Auch das ist eine Fertigkeit, ohne die ihr ziemlich aufgeschmissen seid, sollte es schlechter werden. Viele machen den Fehler, Off-Grid leben oder dann später außerhalb der NWO, den jetzigen Lebensstandard halten zu wollen, mit all den Annehmlichkeiten. Und dann haben sie schnell ein Gepäck beisammen von 100 Kilo, das sie kaum ertragen können. Überlegt euch, was ihr wirklich braucht. Was ihr wirklich braucht. Ja, dazu verlinke ich unten mal ein Dokument. Da sind so Ideen drin, Gedanken drin zu dem, was man wirklich braucht. Zusammengesammelt in einigen Jahren in einem Prepper e.V. Ich habe da auch Kurse gemacht oder Vorträge gemacht in Discord. Und wir haben das zusammen mit vielen, vielen anderen erarbeitet. Ich habe das festgehalten und veröffentlicht.
Ihr könnt es auch gerne weiterverwenden. Ach ja, noch was. Ihr könnt nicht jeden in eure Gruppe aufnehmen und jeden retten. Ihr müsst euch vorher schon mit euren ersten Gruppenmitgliedern absprechen, wie viel sind sinnvoll in meiner Gruppe. Was wollen wir tun? Wie teilen wir den Tag auf? Ihr werdet, wenn ihr draußen seid, sicherlich um einen Dreischichtbetrieb nicht herumkommen. Nachtwachen braucht ihr auf jeden Fall. Tagsüber können auch nicht alle wach bleiben, es müssen ein paar Leute schlafen, ist klar. Ihr braucht auch ein bisschen Zeit für euch, sondern es ist nicht nur einen Plan machen, wie ihr arbeitet, arbeitet, arbeitet. Aber ihr könnt nicht jeden mit dieser Gruppe aufnehmen. Ihr könnt auch nicht jeden informieren, wohin ihr geht. Das wäre relativ schwachsinnig. Und ihr solltet nicht auf Demos gehen. Es bringt euch nichts. Außer, dass ihr in den Fokus geratet, in den ihr nicht geraten wollt. Die Leute wissen doch eh, was abläuft zurzeit. Die einen sehen es halt so und die anderen sehen es halt so. Wirklich, die Meinung verändern von Leuten könnt ihr nicht mehr. Vielleicht noch was in eigener Sache. Man hat mich mal angeschrieben, ich soll ein paar Videos machen über Bienen, Bienenpflege, Bienenhaltung. Ich werde damit jetzt wieder aufhören, weil die Klickrate auf diesen Videos ist so gering und es gibt so viele gute Kanäle, wo das schon einschlägig beschrieben wird, wie man Völker zusammenführt, wie man Völker erkennt, ob sie noch eine Königin haben und so weiter. Ja, da ist mir die Zeit nicht zu schade, aber ich denke, es ist einfach nicht von großem Interesse. Da vielleicht auch mal gleich noch eine Frage. Was interessiert euch denn? Über was soll ich denn Beiträge bringen? Das Wesentliche ist gesagt und wer sucht, findet auf vielen Kanälen zig Videos zum Thema Bushcrafting, Prepping. Ja, das sind alles alte Hüte. Ja, hundertste Video gesehen hat, wie baue ich mir einen Sandfilter für Wasser? Da will man keines mehr drüber drehen. Was für einen Gewinn soll es dann auch bringen? Also was würde euch interessieren an Themen? Ich passe mich da gerne an. Versuche das zu bringen, was euch interessiert. Aber dazu müsst ihr natürlich was in die Kommentare schreiben. Denn Gedanken lesen kann ich noch nicht. So, das war's für dieses Video. Oder vielleicht sind auch zwei Videos draus geworden. Bis zum nächsten Mal. Und haltet die Ohren steif.